Leute, Leute, Leute. Wie ihr wisst, ist es mittlerweile schon ganz normal geworden, dass ich euch Secrets zeige, die euch vorher noch niemand gezeigt hat. Und ich weiß, dass gerade ganz viele Leute vor ihrem Bildschirm sitzen und sich denken, was redest du? Ich kenne jedes Brookhaven Secret. Und deshalb würde ich sagen, es wird Zeit für eine Wette. Wenn ich es schaffe, euch ein Secret zu zeigen, was ihr in Brookhaven noch nicht kennt, und ich zeige euch nur ein Secret in diesem Video, dann müsst ihr den Kanal abonnieren und das Video liken. Aber um was geht's denn eigentlich? Guckt euch mal dieses Bild an. Würdet ihr mir glauben, wenn ich euch sagen würde, dass das in Brookhaven ist? Nö, ihr würdet mir absolut nicht glauben, aber es ist ein Brookhaven und das werde ich euch heute beweisen. Also, wie immer, zählt Leute, falls ihr mehr Videos da seht, wollt ihr unbedingt einen Daumen nach oben da, damit ihr jetzt gerade keine weitere Folge mehr in Zukunft zu verpassen. Lasst das Video gerne die Glocke, um mehr benachrichtigt zu werden, wenn ich ein Video hochlade. Und ansonsten würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Es ist wieder soweit, Leute. Ich werde euch heute nämlich ein Secret zeigen, was ihr definitiv noch nicht kanntet in Roblox Brookhaven. Und wie schon im Intro gesagt, werde ich mit euch eine Wette eingehen, dass ihr dieses Secret zu 100% nicht kennt. Es geht nämlich darum, dass sich hier im Dach einfach eine geheime Tür öffnet. Aber könnte das echt sein? Oh ja. Das ist es. Aber die logische Frage, die sich einige von euch gerade eben stellen, ist natürlich, hä, warte mal, aber wie macht man das alles? Aber wir werden jetzt einfach anfangen. Der erste Ort, zu dem wir hin müssen, ist einfach das Krankenhaus. Aber nicht ganz normal durch den Vordereingang, sondern durch diesen Geheimgang. Okay, Leute, ich würde sagen, wir gehen einfach hier rein und hier sind wir auch schon in diesem geheimen, komischen... Naja, ich weiß immer noch bis heute nicht, was das genau ist. Und hier ist es ganz simpel, wie man es auch vom Portal kennt. Ihr drückt einfach auf dieses Blatt. Es passiert nichts, nur das Papier brennt kurz. Aber jetzt gehen wir einfach zum Seiteneingang rein. Dann müssen wir auf jeden Fall zu dem X-Ray-Raum. Und hier hinter, wisst ihr ja, hier ist dieser geheime Gang mit diesem geheimen Knopf unter dem Tisch. Aber um den wird es heute nicht gehen, sondern es geht um dieses Papier. Ob ihr mir glaubt oder nicht, man kann einfach auf dieses Papier draufklicken. Oh Gott. Ohne Witz, diese Geräusche werden immer gruseliger in Brookhaven. Ich hole mir jetzt mal ganz schnell ein wunderschönes Auto und fahre einfach mal hier hin zur Scheune. Ja, Leute, ich weiß, ich kann nicht fahren. Bei der Scheune angekommen, müssen wir jetzt hier nach oben an diese Säule. Weil bei dieser Säule gibt es da oben einen Knopf. Und den müssen wir drücken. Dann erscheint wieder dieses komische Geräusch und wir können weiter. Und was wir jetzt auf jeden Fall machen müssen, ist, wir müssen von der einen Seite bis zur anderen Seite in dieses komische Haus hier fahren. Das verlassene Haus, was das Haus von Mr. Brookhaven sein soll. Und hier haben wir die Möglichkeit, zwischen diesem Kühlschrank oder Schrank, keine Ahnung, was es auch immer ist, und dieser Anfang von der Küche, keine Ahnung, genau hier in der Mitte einen Knopf zu sehen, den wir drücken können. Und oben steht jetzt 7 Energiekristalle freigegeben. A19 nummerische Sequenz genehmigt. Aber was das jetzt genau bedeutet, ich habe absolut keine Ahnung. Aber ich weiß, dass dort irgendwas von Kristallen stand. Und wir müssen jetzt auf der ganzen Brookhaven Map 7 Kristalle suchen. Ey, ich schwöre, die spielen einfach halt den Sieg mit mir. Also würde ich sagen, rein in den Bands. Und wir können jetzt erstmal zurück zu einem Ort gehen, an dem wir sogar schon mal waren. Und zwar zum Krankenhaus. Beim Krankenhaus angekommen, müssen wir diese Leiter nach oben klettern. Damit wir die Möglichkeit haben, hier auf dem Dach, ich habe keine Ahnung, wo es genau ist, aber ich weiß, dass auf jeden Fall hier auf dem Dach etwas Besonderes versteckt ist. Weil wenn wir jetzt hier hingehen, oh mein Gott, hier ist der erste Kristall. 1 Energie gefangen. Und davon müssen wir jetzt noch einfach 6 Stück suchen. Das heißt, wir gehen einfach wieder rein in den Bands. Und hier gehen wir jetzt auch schon in diese Kirche, die ich nicht aussprechen kann. Danke. Und hier habt ihr jetzt die Möglichkeit, diese Pflanzen zu beobachten. Und die linke Pflanze davon, seht ihr das da unten? Da ist einfach schon wieder ein Kristall, auf den wir draufdrücken müssen. Den zweiten Kristall haben wir jetzt. Und ich habe vergessen, dass der dritte Kristall einfach hier bei diesem verlassenen Haus ist. Das heißt, ich hätte mir den auch schon vorher holen können. Nämlich, wenn ihr in dieses verlassene Haus reinkommt, ist hier sofort ein kleiner Ort mit einem Kristall. 3 Energie gefangen. Das heißt, es fehlen uns einfach nur 4 Stück, Leute. Und der nächste, der ist richtig komisch versteckt. Und da habe ich mir auch schon gedacht, hä, warte mal, wie soll man denn darauf kommen? Nämlich hier oben gibt es ja dieses wunderschöne Schild. Und stellt euch vor, dass einfach hier der Kristall in der Nähe ist. Und zwar genau dort. Ist sehr schwer zu sehen, aber da ist er auf jeden Fall. Diese ganz kleinen Pixel. Aber damit haben wir jetzt auch den vierten. Und wir müssen jetzt, ganz wichtig, hier hinten einfach mal in Richtung dieser Scheune fahren. Und wo auch dieser Pferdestall ist. Und alles Mögliche. Weil hier in diesem Pferdestall, werdet ihr jetzt gleich sehen, haben wir einige von diesen Heuballen. Und hinter einem von diesen Heuballen, ich weiß gar nicht, welcher es ist. Ah, der hier, perfekt. Dort gibt es einen weiteren Kristall. Damit haben wir den fünften. Oha, Leute, das heißt, uns fehlen jetzt einfach nur noch 2 Stück. Und der nächste, der befindet sich auf jeden Fall in Richtung Stadt wieder. Dafür müssen wir nämlich hier nach oben fahren mit unserer... Uiuiuiui. Zur North Estate. Aber der Clou an der ganzen Sache ist, hier ist ja gar nichts, weil hier ist ja nicht mal ein Haus oder sowas. Aber Leute, ihr seht auf jeden Fall richtig. Hier auf der North Estate müssen wir auf jeden Fall...
Fall. Ganz kurz stehen bleiben und hier auf diesem braunen Boden, ich bin mir nicht sicher, genau, hier ist es auch schon. Der nächste Kristall, genau, das sollte der 6. Energiekristall sein, let's go. Naja, jetzt habe ich einfach mein Auto kaputt gemacht, also fahren wir einfach mit dem Skateboard weiter. Okay, und der letzte von diesen komischen Kristallen, wovon es 7 Stück gibt, ist einfach wieder ganz hinten in der Scheune. Also irgendwie ist die Reihenfolge, in der man die sammeln muss, ganz, ganz komisch. Und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, ob es anders möglich ist, aber das könnt ihr ja testen und uns einfach in die Kommentare schreiben. In der Scheune angekommen, müssen wir jetzt zu diesen Heuballen, weil hier ist der nächste Kristall und damit auch der letzte. Energiekristalle warten auf Kraft. Und jetzt seht ihr, meine Hand ist schon ganz komisch geworden und ich wurde hier auf diesen Torbogen oder sowas hochteleportiert. Aber meine Hand, die bleibt jetzt einfach für immer komisch. Und was das Ganze zu bedeuten hat, ehrlich gesagt, ich habe gar keine Ahnung. Aber wir sind ja auch noch nicht fertig. Wir haben jetzt auf jeden Fall eine Hand, die ein bisschen geladen ist mit Energie, irgendwas in diese Richtung. Und mit dieser Hand müssen wir etwas ganz Besonderes machen. Leute, falls es einige von euch gibt, die das Ganze auf einem öffentlichen Server machen, dann wird das Ganze nur funktionieren, wenn es 12 Uhr ist. Wenn ihr auf einem privaten Server seid, könnt ihr einfach, naja, die Uhrzeiten ändern und stoppen. Mit unserer komischen Feuerhand müssen wir jetzt ins Rathaus, in den City Wasser- und Powerraum. Und hier haben wir jetzt die Möglichkeit, einige von diesen ganz komischen Schaltern zu sehen. Da steht gefährlich und hier steht High Voltage. Und den müssen wir jetzt auf jeden Fall aktivieren. Und jetzt dürft ihr auf jeden Fall nichts weiteres drücken und einfach das Rathaus verlassen, so wie ich es gerade getan habe. Und jetzt gehen wir zum dritten Mal in dieser Folge ins Krankenhaus. Und das ist auch der letzte Schritt, den wir jetzt tun müssen. Weil wir müssen wieder zurück in diesen X-Ray-Raum. Und wie ihr wisst, gibt es in diesem X-Ray-Raum ganz hier hinten so ein Item. An alle, die es nicht wissen, jetzt wisst ihr es. Und da müsst ihr draufklicken. Und Leute, wir haben jetzt einfach alles erledigt. Jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Wenn ich jetzt in Richtung Schule gehe und dann in Richtung Auditorium gehe, die Leitern hochkletter, um hier aufs Dach zu kommen, besteht die Möglichkeit, dass dort wirklich eine geheime Tür ist. Oh mein Gott, seht ihr das? Seht ihr diesen Fehler da hinten von der Map? Ich habe das Gefühl, wenn ich dort näher dran gehe, dass wir hier in diesem komischen Raum sind. Hier in diesem Raum befindet sich zuerst einfach mal ein Zettel. Was steht da? Wir lernen in der Schule genauso, wie wir wachsen und nummern uns lernen, wohin wir gehen. Mr. B. Wahrscheinlich Mr. Brookhaven oder sowas in die Richtung, weil wer könnte sonst Mr. B sein? Aber Leute, ihr seht schon, wir sind jetzt hier in einem komplett geheimen Raum und hier in diesem Raum haben wir jetzt Folgendes als Möglichkeit. Weil Leute, wenn wir jetzt hier draufklicken, hört ihr die ganze Zeit ein komisches Geräusch, weil wir brauchen hier einen bestimmten Code, den wir eingeben müssen. Und jetzt kommt auf jeden Fall einer der schwierigsten Teile, weil das Problem ist, dass das hier auf jedem Brookhaven-Server, egal wo ihr seid, komplett anders ist. Weil wir haben jetzt die Möglichkeit, jede Pflanze in der ganzen Schule uns anzuschauen und zu gucken, ob wir irgendwo auf diesem grünen Dings von der Pflanze einen Code sehen. Damit kann auch diese Pflanze gemeint sein, auf der das gerade bei mir sogar der Fall ist. Und Leute, ihr könnt nicht einfach meinen Code eingeben, weil der Code ist immer anders. Also wie gesagt, Leute, sucht euch einfach komplett in der ganzen Schule die ganzen Pflanzen heraus und guckt euch an, wo der Code ist. Es gibt sehr viele Pflanzen da drin. Hier gibt es noch eine hier draußen. Hier gibt es nochmal zwei. Hier oben gibt es ultra viele Pflanzen. Aber früher oder später solltet ihr das auf jeden Fall finden. Aber was wir jetzt erstmal machen ist, wir werden erstmal hier wieder zurück zum Auditorium. Ach Leute, ich kann das einfach nicht aussprechen. Genau, wir werden jetzt nochmal hingehen und dann gehen wir einfach mal nach oben. Ganz entspannt wieder zurück in unseren komischen Raum. Und hier geben wir den Code ein, den ich mir aufgeschrieben habe. 4. Dann brauchen wir 8, danach kommt eine 9, okay, da müssen wir ganz weit hoch, dann kommt wieder eine 8 und dann wieder eine 9. 4, 8, 9, 8, 9. Genau, das Ganze sollte auf jeden Fall jetzt richtig sein und wir drücken jetzt auf diesen Knopf. Oh mein Gott. Was genau ist das hier und warum sieht dieser komische leuchtende Ball genauso leuchtend aus wie meine Hand? Keine Ahnung, vielleicht sollte das hier irgendwie ein Portal sein? Ich kann es euch nicht so ganz beantworten, aber hier steht auf jeden Fall Koordinaten gewährt und dann AX1, Y1, aber keine Ahnung, wo das überhaupt ist. Okay, Leute, also hier gilt es jetzt, dass wir weiter erkunden müssen, was es damit auf sich hat. Und eine Sache, die ich auf jeden Fall auch herausgefunden habe, wenn ihr hier mit der Kamera durchfliegt, dann könnt ihr den Raum ganz normal sehen. Aber wenn ihr alles, was ich heute im Video gezeigt habe, irgendwie nicht macht,
dann existiert dieser Raum einfach gar nicht. Auch nicht mit der Freecam. Das heißt, ihr müsst diese Schritte alle machen, damit der Raum überhaupt erst erscheint. Und Leute, eine komische Sache kam auch mit dem neuen Update dazu. Und zwar, wenn wir einen Van spawnen. Ihr wisst, es gibt ja diesen wunderschönen Van. Und mit diesem Schalter können wir das Ganze auch ein bisschen verändern. Ihr seht es auf jeden Fall. Und was auf jeden Fall neu dazugekommen ist in diesem Update, ist, dass jeder Van oder gewisse Busse, alles Mögliche, einfach so random Zahlen oben an ihrem Auto haben. Hier mache ich jetzt mal das nächste und hier steht A43001. Ich habe gerade herausgefunden, dass das nicht jeder Van hat, aber einige Vans haben das auf jeden Fall. Aber so Sachen wie, wenn ihr jetzt so einen Schulbus spawnt, ihr seht, der Schulbus, der hat keine Zahl nirgendwo. Aber solltet ihr den jetzt verändern auf einen Prison Bus oder sonst irgendwas, dann seht ihr schon wieder hier oben 144A. Aber das Ganze bringt uns einfach nichts, weil ich habe keine Ahnung, was man damit anfangen soll. Am Anfang, wo ich das entdeckt habe, dachte ich vielleicht, dass das der Code wäre, den man da hinten in der Schule braucht. Aber es gibt kein A. Und deshalb dachte ich irgendwie, dass das irgendwas hiermit zu tun haben muss. Da steht nämlich immer auch ein A davor oder irgendein Buchstabe. Aber Leute, ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, ob das wirklich stimmt. Ich weiß nur, dass das mit der Schule ein ziemlich krasses Secret ist und von dem ich gerade eben nicht glauben konnte, dass der real ist. Aber Leute, das ist er. Falls ihr es selbst getestet hat und es hat bei euch funktioniert, dann schreibt mir das Ganze auch in die Kommentare, damit andere Leute auch sehen können, dass das Ganze auch real ist und nicht fake. Es gibt bestimmt nicht viele Leute, die sich irgendwie 50 Minuten Zeit nehmen und das hier machen. Also, ich nehme jetzt schon seit 50 Minuten auf, das meine ich damit. Aber gut, Leute, ich würde sagen, das war's mit dem Video. So, unbedingt einen Daumen nach oben, dann habe ich jetzt genannt. Keine weiteren Momente zu uns verpassen. Aktiviert gerne die Glocke, um benachrichtigt zu werden, wenn ich ein Video hochlade. Auf der rechten Seite könnt ihr die letzten Videos abchecken. Auf der linken Seite könnt ihr den Kanal abonnieren. Und ansonsten würde ich sagen, das war's mit dem Video. Haut rein und ciao!